Infolge der Unwetter mit Starkregen in Franken am 17.08.2023 ist ein Teil der historischen Stadtmauer in Weißenburg eingestürzt. Die Mauer sei auf einer Länge von rund 25 Meter in sich zusammengefallen, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Verletzt wurde niemand. Die Stadtmauer ist demnach Teil der im 14. und 15. Jahrhundert errichteten Altstadt. Der nun eingestürzte Teil der Mauer befindet sich am Seeweiher und war bereits zuvor abgesperrt, da dieser Teil der Mauer laut Stadt sanierungsbedürftig ist. Der entstandene Schaden lasse sich bislang nicht beziffern, sagte der Sprecher. Fachleute wollen die Mauer am Freitag begutachten. Die ehemalige Reichsstadt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zieht mit ihren historischen Stadtkernen und den vielen denkmalgeschützten Häusern jährlich zahlreiche Touristen an.